Heute hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 3 Jahren den Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin besucht. Gegen 18 Uhr traf Erdogan am Bundeskanzleramt ein. Nach dem Empfang im Ehrenhof gab es ein Pressetreffen, bei dem sich Erdogan auch kritischen Fragen stellen musste. Der Besuch war umstritten, denn Erdogan hat die Hamas-Terroristen als Freiheitskämpfer betitelt und Israel als Terrorstaat benannt. Für die Bundesregierung war es jedoch keine Option, ihn wieder auszuladen, denn gerade bei solchen Positionen hielt die Bundesregierung es für wichtig, ihre Position gegenüber Erdogan darzustellen, so zumindest die Erwartungshaltung vieler Abgeordneter im Bundestag. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße den türkischen Staatspräsidenten hier in Berlin. Es ist gut, Herr Präsident, dass wir die Gelegenheit haben werden, direkt miteinander zu sprechen. Uns beschäftigen beide die Krisen in dieser Welt. Da ist zunächst der russische Überfall auf die Ukraine und seine weitreichenden Folgen, unter denen fast die ganze Welt zu leiden hat. Wir beide sind uns einig. Russland muss seine Aggression so schnell wie möglich beenden. Die Türkei hat eine konstruktive und wichtige Rolle gespielt in der Frage, wie ukrainisches Getreide trotz der anhaltenden Kämpfe exportiert werden kann. Ich möchte dem türkischen Präsidenten für seinen persönlichen Einsatz in dieser wichtigen Angelegenheit ausdrücklich danken. Es ist bitter, dass Moskau dieses Abkommen nicht länger fortführt. Russland verstößt mit dem Krieg gegen eine lange bestehende Übereinkunft, dass Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden dürfen. Das habe ich als Zeitenwende bezeichnet, denn es gefährdet die europäische Sicherheit. Gleich werden wir auch darüber sprechen, wie es um die Aufnahme Schwedens in die NATO steht. Das türkische Parlament berät derzeit über die Ratifikation der Aufnahme. Wir hoffen auf einen baldigen positiven Beschluss. Denn es geht darum, die NATO als Bündnis zu stärken. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist natürlich die Situation im Nahen Osten. Am 7. Oktober hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen. Die Bundesregierung verurteilt diesen Terrorakt der Hamas auf das Schärfste. Wir werden gleich darüber sprechen, wie wir eine weitere Eskalation in der Region verhindern können, denn wir teilen die Sorge vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Wer Deutschland kennt, der weiß, unsere Solidarität mit Israel steht außer Frage. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich zu verteidigen. Gleichzeitig sagen wir, jedes Leben ist gleich viel wert. Auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza bedrückt uns. Seit Jahrzehnten gehört Deutschland zu den größten Gebern humanitärer Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. Wir haben jetzt unsere humanitäre Hilfe in diesem Jahr noch einmal auf mehr als 160 Millionen Euro erhöht und gehören damit zu den größten Gebern humanitärer Hilfe. Der gegenwärtige Konflikt ist uns auch Anlass, den Blick zu lenken auf die notwendige langfristige politische Lösung des Nahostkonflikts. Eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt für uns das erklärte Ziel. Lassen Sie mich ganz klar sagen, das Existenzrecht Israels ist für uns unumstößlich. Und lassen Sie mich genauso klar sagen, in unserem Land ist kein Platz für Antisemitismus, egal ob er politisch motiviert ist oder religiös, ob er von rechts kommt oder von links, ob er seit Jahrhunderten hier gewachsen ist oder von außen ins Land kommt. Und zugleich trete ich all denjenigen entgegen, die nun allen 5 Millionen Musliminnen und Muslimen in Deutschland ihren Platz in unserem Land absprechen wollen. Gegen solche Versuche wende ich mich genauso entschlossen. Meine Damen und Herren, der Nahe und Mittlere Osten ist seit langem eine Region großer Spannung. Weil es unsere Nachbarregion ist, kann das, was dort geschieht, uns nicht gleichgültig sein.
Herr Präsident, dass wir zu dem aktuellen Konflikt unterschiedliche, zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis. Gerade deshalb sind unsere Gespräche wichtig. Gerade in schwierigen Augenblicken brauchen wir das direkte Gespräch miteinander. Jenseits dieser akuten internationalen Themen werden wir gleich auch darüber sprechen, wie wir in unseren bilateralen Beziehungen und in den Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union konkrete Fortschritte erreichen können. In den vergangenen Jahren sind wir in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei hinter unseren Möglichkeiten, hinter unserem Potenzial zurückgeblieben. Mit Präsident Erdogan werde ich diskutieren, wie wir hier vorankommen können. Flucht und irreguläre Migration sind ein weiteres zentrales Thema. Uns eint das Ziel, irreguläre Migration zu begrenzen. Die Türkei und die Europäische Union haben im Jahr 2016 eine, wie ich finde, gute Vereinbarung getroffen. Ich setze mich in der Europäischen Union dafür ein, dass diese Vereinbarung fortgesetzt wird. Sie ist zu unser beiderseitigem Nutzen. Und auch über die Frage der Rückführung werden wir sprechen müssen. Die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und der Türkei sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Mir ist wichtig, dass der Kontakt, die persönlichen Begegnungen für unsere Bürger gut und möglichst unkompliziert gestaltet wird. Auch das werden wir diskutieren. Das Erdbeben in der Region Gaziantep im Februar hat gezeigt, dass sich die Menschen in unseren beiden Ländern besonders eng verbunden fühlen. Sofort hat Deutschland mit Bergungsteams geholfen, ein Lazarett der Bundeswehr bereitgestellt und den kurzzeitigen Aufenthalt mehrerer tausend Betroffener in Deutschland ermöglicht. Für den Wiederaufbau haben wir Finanzmittel zur Verfügung gestellt und werden ihn weiter unterstützen. Großes Potenzial besteht auch in Fragen wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Den gegenseitigen Handel sollten wir weiter ausbauen. Rechtssicherheit für Unternehmen und eine stabile Finanz- und Wirtschaftspolitik sind dafür wichtige Grundlagen. Sie sehen, wir haben ein volles Programm vor uns für heute Abend. Schönen Dank. Sehr geehrter Bundeskanzler, geschätzte Delegationsmitglieder, verehrte Vertreter der Presse, darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin ganz herzlich bei dem Herrn Bundespräsidenten Steinmeier und bei dem Herrn Bundeskanzler Scholz herzlich danken für die Gastfreundlichkeit. Dieser Besuch auf Einladung von Herrn Scholz ist sehr wichtig für mich. Und wir werden gleich auch im Rahmen der bilateralen Beziehungen, der Gespräche, die wir führen werden, natürlich die vieldimensionalen Beziehungen besprechen können. Diesbezüglich gibt es natürlich wirtschaftliche Komponenten, militärische Komponenten, aber auch die Entwicklungen, wenn wir vom russisch-ukrainischen Krieg sprechen und dann natürlich zwischen Israel und Palästina Ereignisse, Entwicklungen, auch diese Dimension werden wir gleich erörtern. Ich spreche aber ganz offen, auch hier, denn der 7. Oktober ist oder wird als Anfang dargestellt und das Prozedere sozusagen auch danach wird weniger dargestellt. Wir sprechen von 13.000 Kindern, Frauen, alten Menschen, die getötet worden sind. Daneben gibt es eigentlich fast überhaupt nicht mehr einen Punkt, den man Gaza nennen kann. Alles ist dem Erdboden
gleich gemacht worden. Und jeder spricht von Hamas, von morgens bis abends auch die Waffen oder die Kraft, die Macht der Hamas. Kann man das überhaupt vergleichen mit dem, was Israel hat? Hat Israel eine nukleare Waffe? Ja. Aber wenn Sie Israel fragen, wird Israel nicht Ja sagen, weil sie natürlich nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Und es wird immer davon gesprochen, dass man finanziell eine Unterstützung gewährleistet. Israel wird Hamas auch solch eine Unterstützung gewährleistet? Natürlich nicht. Palästina, die Unterstützung, die Palästina erhalten müsste, auch diese werden nicht erteilt. Und in dieser Not ist es vielleicht auch Folgendes sehr wichtig. Gotteshäuser, Gebetshäuser werden zerbombt, Kirchen werden zerbombt, damit auch Krankenhäuser. Obwohl neben all dem die Bombardierung von Krankenhäusern, das Töten von Kindern, das gibt es in der Tora nicht. Das können sie nicht. Auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung. Auch in diesem Zusammenhang kann man das nicht. Aber wie werden diese und wurden diese Kinder getötet? Wie werden die Menschen in den Krankenhäusern getötet? Und werden wir dort einfach nur schweigen? Werden wir unsere Stimme nicht erheben? Und wenn wir unsere Stimme nicht erheben, wenn wir nichts tun, wie werden wir den Preis dann zahlen in der Geschichte, wenn man dann zurückblickt? Und in dieser Psychologie eines vielleicht, dass man sozusagen in einer Schuldpsychologie sich befindet, darf man das so nicht bewerten, weil wir sind und haben keine Schulden bei Israel. Wenn das so wäre, dann könnten wir vielleicht nicht so ganz einfach reden. Wir sind auch nicht eben durch diesen Werdegang des Holocaust gegangen, weil der Respekt gegenüber den Menschen ist sehr wichtig. Und als ich Ministerpräsident war, bin ich ein Ministerpräsident gewesen, der ganz hart Reaktion gezeigt hat, eben wenn es um Antisemitismus ging. Auch damals habe ich mich entsprechend ausgesprochen. Von daher haben wir auch bei niemandem Schulden. Schulden auch niemandem etwas. Bei dieser Reise, bei diesem Besuch werden wir das natürlich besprechen, aber daneben natürlich müssen wir auch einen weiteren wichtigen Punkt besprechen. Wie können wir das Problem lösen? Also eine humanitäre Waffenpause. Inwiefern kann die Türkei einen Beitrag leisten, Deutschland einen Beitrag leisten? Und wie können wir diese Schritte gemeinsam tun? Das ist wichtig jetzt. Und sind wir bereit, das zu tun oder nicht? Nach einer Woche wird Herr Steinmeier nach Israel reisen. Ich habe ihn gebeten. Bitte nehmen Sie da die Sache von einer Seite an, wir von einer anderen Seite an und versuchen wir gemeinsam sozusagen diese humanitäre Waffenruhe zu gewährleisten. Und wenn wir diesen Schritt tun können, wenn wir also eine humanitäre Waffenruhe, Türkei, Deutschland und andere Länder, wenn wir das gewährleisten können, dann können wir das Gebiet aus dieser schwierigen Situation, aus diesem Feuer retten. Und wir sind auch bereit, natürlich zu helfen, wenn es dabei um die Geiseln geht, um die Rettung der Geiseln geht. Aber wie steht es um die Zahl der Geiseln auf der anderen Seite in Israel, der Palästinenser? Und das ist die Zahl der Geiseln sozusagen auf der palästinensischen Seite, wenn wir von den Geiseln zuletzt sprechen. Und in Israel gibt es ja das Mehrfache von Geiseln sozusagen, mehr oder weniger, an Palästinensern.
ein Großteil, die gefangen sind, momentan in Israel. Auch das müssen wir sehen. Wenn wir das nicht sehen, wäre das nicht fair. Und wir sind zu allem bereit, zu helfen. Genauso wie wir im Schwarzen Meer im Rahmen eines Getreidekorridors vermittelt haben. Und somit natürlich auch Europa, Afrika, da haben wir nicht unterschieden, das zugute gekommen ist. Und ich sage ganz klar und deutlich, ein Getreidekorridor vom Schwarzen Meer und das, was dort gekommen ist, ist zu 40% nach Europa, 40% nach Afrika, 40% in die Türkei und der Rest in die Welt. Und es gibt momentan auch aus Afrika wieder Anfragen. Und Russland wird eine große Menge an Getreide wieder nach Afrika schicken. Aber es gibt gewisse Probleme. Was sind das für Probleme? Ich glaube, Simbabwe wird es sein, wenn ich mich richtig entsinne. Dort geht zwar Getreide hin, aber das muss ja sozusagen zu Mehl verarbeitet werden. Und das haben die dort nicht. Da habe ich gesagt, das können wir machen, das übernehmen wir als Türkei. Wir werden das in unseren entsprechenden Mehlfabriken verarbeiten und werden das dann weiterschicken in diese Länder oder in dieses Land. Also es sind Schritte, die wir tun müssen, das übernehmen wir. Und es sind 4 bis 5 Länder beispielsweise, wo auch Russland über diesen Korridor Getreide schicken möchte und plant. Und wir wären dann in der zweiten Etappe, das heißt die Umwandlung in Mehl, dann soweit, dass wir das übernehmen. Genauso wie eben über Russland, eben die Türkei und Katar, wir entsprechende Schritte unternommen haben. Das würden wir machen. Und damit diese Schritte unternommen werden können, muss es zwischen der Türkei und Deutschland auch diesen Schritt geben. Und unser NATO-Verbündeter Deutschland muss natürlich dabei auch mit entschlossenen Schritten vorangehen, wenn wir beispielsweise auch diesbezüglich von Rüstungsgütern und der Industrie sprechen und dem Export sprechen. Das muss ungehindert möglich sein. Wir wollen natürlich auch mit Deutschland in diesen Bereichen in der Wirtschaft auch noch enger zusammenarbeiten. Und wenn wir von der türkischen Gemeinde mit einer Zahl von 3,5 Millionen Menschen ausgehen, ist dies natürlich eine menschliche Brücke, die sehr wichtig ist zwischen unseren beiden Ländern. Um den religiösen Bedürfnissen der türkischen Gemeinschaft gerecht zu werden, arbeiten wir auch gemeinsam an der Ausbildung der tätigen Religionsbeauftragten. Ein weiterer Punkt, den wir besprechen werden, ist natürlich die Migration. Und es gibt eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die tagt. Ein weiterer Punkt wäre insbesondere natürlich der EU-Beitrittsprozess der Türkei. Ein wichtiger Gesprächspunkt. Und wir wünschen uns natürlich ganz innigst, dass dieser Beitrittsprozess weitergeht, dass die Zollunion modernisiert wird, aber auch die Visa-Liberalisierung sind Themen, wo wir auch berechtigte Erwartungen haben. Eine der Motoren der Europäischen Union, also Deutschland und die Unterstützung Deutschlands dabei, ist natürlich für uns sehr wichtig. Und das ist gar nicht so einfach. Seit 52 Jahren wartet die Türkei an der Tür der Europäischen Union. Und bis die Visa-Liberalisierung gewährleistet wird, sollten auch die Visa-Verfahren vereinfacht werden, beschleunigt werden. Und auch das werden wir heute besprechen. Sehr verehrte Vertreter der Presse, wir werden natürlich das, was in Gaza sich abspielt, sicherlich auch noch etwas intensiver oben besprechen. Aber wir als Türkei sind stets natürlich von Anfang an gegen Angriffe auf zivile Menschen gewesen und sind es immer wieder.
und auch bei jedem Gespräch haben wir das zur Sprache gebracht. Und prioritär wäre zunächst einmal eine Waffenpause und dass dabei auch die entsprechenden Hilfsgüter ungehindert nach Gaza kommen. 10 Flugzeuge voll haben die humanitäre Hilfe zunächst nach Ägypten geschickt. Und ganz zuletzt per Schiff ist 666 Tonnen Lebensmittel. Dann ein Lazarett oder mehrere Lazarett wurden dorthin geschickt. Aber das Problem ist natürlich, dass zunächst einmal das fließende Blut gestoppt wird. 27 krebskranke Patienten und auch die entsprechenden Begleitpersonen wurden in die Türkei, von El Arish in die Türkei gebracht zuletzt. Und gestern habe ich sie auch im Krankenhaus besucht und habe nach deren Wohlbefinden gefragt. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Patienten, Verwundete oder auch krebskranke, insbesondere Patienten in unser Land bringen und dann auch deren Pflege in der Türkei vornehmen. Und hier ist es wichtig, natürlich eine Zwei-Staaten-Lösung nach den Grenzen von 1967, was unabdingbar nun erforderlich zu sein scheint. Wir als Türkei ist es unser Ziel, ein Klima zu schaffen, in dem Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden und in Sicherheit leben können. Das müssen wir schaffen. Und hier muss natürlich jeder für eine entsprechende Atmosphäre von Sicherheit und Frieden und der Umsetzung dieses Friedens Verantwortung übernehmen. Und ich möchte mich zum Abschluss meiner Ausführungen noch einmal ganz herzlich für die Einladung und für die Gastfreundschaft bedanken und hoffe, dass unser Besuch für unsere beiden Länder und die Solidarität, aber auch für die Region Gutes bringt. Vielen Dank. Eine Frage geht an Herrn Bundeskanzler Scholz. Der Präsident kann natürlich auch seine Meinung dazu sagen. Die Türkei ist natürlich nicht gleichgültig geblieben gegenüber der Situation in Gaza und hat Patienten in die Türkei geholt. Das hat Ihnen der Präsident gesagt. Aber auch als Garant sozusagen, als Mittlerrolle der Türkei, dafür ist die Türkei auch da, wurde ja gesagt, wenn es dabei um eine Friedenslösung gehen sollte. Und auch die Evakuierung der Menschen sozusagen aus dieser Region. Deutschland ganz voran oder die Europäische Union. Was gedenken Sie zu tun in diesem Zusammenhang, zumindest wenn es dabei zum Beispiel um die Evakuierung um Patienten und kranke Menschen geht? Kann man da einen gemeinsamen Mechanismus bilden? Was sagt Deutschland dazu? Und Israel tötet alle 10 Minuten ein Kind in Gaza und das ist natürlich beschämend im Namen der Menschlichkeit. Und was denken Sie, dass Israel auf internationaler rechtlicher Ebene angeklagt werden muss? Also, vielleicht ein paar kurze Bemerkungen von meiner Seite aus. Zunächst mal, ich habe es bereits in meinem Statement gesagt, Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht. Es war ein furchtbarer, brutaler Angriff, den die Hamas gemacht hat auf Kinder, auf Ältere, auf Friedensbewegte, auf diejenigen, die sich für eine Aussöhnung zwischen Israel und den Bürgern und Bürgern in Gaza zum Beispiel eingesetzt haben, auf feiernde Jugendliche. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass weiter die große Gefahr besteht, dass mit Raketen auf Israel geschossen wird. Und das ist das, was das Selbstverteidigungsrecht ausmacht. Gleichzeitig geht es natürlich darum, jede Chance zu nutzen, die Zahl der zivilen Opfer zu reduzieren und das auch bei allem, was man tut, jeweils zu beachten. Entsprechend soll auch agiert werden. Und für uns ist es deshalb ganz wichtig, dass wir uns einsetzen für das, was jetzt notwendig ist. Das betrifft humanitäre Hilfe, die nach Gaza gelangen soll. Wir haben das sehr früh gemacht.
Wir haben auch dafür gesorgt, dass es tatsächlich gelingen kann und sind auch unverändert dabei, das zu tun. Wie Sie wissen, ist Deutschland ein Land, das ganz vorne dabei ist, wenn es um solche humanitäre Hilfe geht. Nicht nur jetzt, sondern auch vorher schon, aber jetzt immer auch. Denn die Zivilbevölkerung in Gaza ist ja auch Geisel der Hamas, die für ihre eigenen Machtpläne gewissermaßen die Bevölkerung dort als Schutzschild benutzt. Wir setzen uns dafür ein, dass Kranke Gaza verlassen können und behandelt werden in Krankenhäusern der Region, aber auch anderswo. Und da sind viele, auch wir, bereit, unseren Beitrag zu leisten, dass medizinische Behandlung möglich wird. Es ist so, dass wir unbedingt uns dafür einsetzen, dass diejenigen, die eine fremde Nationalität haben, Gaza verlassen können. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass eine Möglichkeit besteht, dass alles dafür getan wird, dass die Geiseln, die die Hamas genommen hat, bedingungslos freigelassen werden. Darüber sprechen wir mit vielen, die Einfluss haben, mit der türkischen Regierung genauso wie mit zum Beispiel der Regierung mit Katar, mit dem ägyptischen Präsidenten und vielen, weil es eine gemeinsame Einflussnahme geben muss, die darauf hinwirkt, dass die Geiseln der Hamas freigelassen werden. Und damit das möglich ist, haben wir uns zum Beispiel auch im Europäischen Rat darauf verständigt, dass wir wollen, dass es vorher Pausen gibt, immer mal wieder welche, in denen dann zum Beispiel die Geiselfreilassung stattfinden kann, in der zum Beispiel Foreign Nationals das Gaza verlassen können, in der humanitäre Hilfe reingelangen kann. Aber das ändert nichts daran, dass die Notwendigkeit existiert, die Selbstverteidigung Israels auch möglich zu machen und nicht in Frage zu stellen. Die nächste Frage, glaube ich. Vielen Dank, Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident Erdogan, Sie haben in den letzten Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit mehreren Äußerungen für Irritationen gesorgt, auch für Empörung gesorgt, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch bei einigen anderen Ihrer NATO-Bündnispartner. Ich würde da gerne nachfragen, wie Sie diese Äußerungen gemeint haben. Zuallererst würde ich gerne wissen, ob Sie sich zum Existenzrecht Israels bekennen, das hier in Deutschland ja zur Staatsräson zählt. Ich würde auch gerne wissen, was Sie meinen, wenn Sie Israel Faschismus vorwerfen. Und mit welcher Begründung nennen Sie den israelischen Militäreinsatz gegen die Hamas Völkermord? Und wie begründen Sie, dass Sie die Hamas eine Befreiungsorganisation nennen, die hunderte Menschen in Israel ermordet hat und die von fast allen ihrer NATO-Partner als Terrororganisation eingestuft wird? Und Herr Bundeskanzler, Sie haben die Verbalattacken des türkischen Präsidenten auf Israel schon als absurd bezeichnet. Sind sie wirklich nur absurd aus Ihrer Sicht oder gefährden sie auch die deutsch-türkischen Beziehungen und die Zusammenarbeit mit der Türkei in der NATO? Und was bedeutet das konkret zum Beispiel für Rüstungsexporte? Der türkische Präsident hat gerade gesagt, dass er ja da keine Begrenzungen erwartet für Rüstungsexporte. Die Türkei wünscht sich 40 Eurofighter. Wird Deutschland diesem Rüstungsexport zustimmen unter diesen Umständen? Öncelikle zunächst önde gelen ülkelerinden eine der vorrangigsten Länder in der NATO, unter den ersten fünf sind wir als Land, als Türkei. Und in der NATO ist die Türkei natürlich nicht nur irgendein Land, ist unter den ersten fünf. Und in der NATO, egal welche Gesinnung, welche Einstellung und so weiter, ganz egal, zwischen Russland und der Ukraine, wer ist auf der Seite der Ukraine? Alle. Wir aber sprechen mit der Ukraine, sprechen aber auch mit Russland und unterscheiden auch nicht zwischen diesen beiden Ländern in dem Sinne. Aber 33 Millionen Tonnen Getreide über einen Getreidekorridor haben wir nach Europa, nach Afrika vermitteln können. Das war unser Land. Und jetzt sagen Sie Hunderte, und ich sage Tausende Palästinenser werden
oder wurden von Israel getötet. Nicht wahr? Die Krankenhäuser wurden vernichtet. Nicht wahr? Die Gebetshäuser wurden zerbombt. Die Kirchen wurden zerbombt. Ich als Muslim störe mich daran. Sie als Christ, stört es Sie nicht, dass die Kirchen zerbombt werden? Und warum gibt es keine Reaktion? Man müsste doch Reaktion zeigen. Für uns gibt es in diesem Zusammenhang in der Region, wenn wir von Juden, von Christen, von Muslimen sprechen, keinen Unterschied, das darf es auch nicht geben. Und ich selbst bin auch immer gegen sozusagen die Einstellung, wenn man eben gegen Juden wäre, also gegen Antisemitismus, bin ich gewesen, der sich eingesetzt hat. Aber Sie sprechen zum Beispiel von Deutschland, es gibt so viel Unterstützung von deutscher Seite oder Eurofighter, ob jetzt wir das von Deutschland aus bekommen oder nicht. Es gibt viele Länder, die Kampfflugzeuge herstellen. Es ist ja nicht nur Deutschland. Das kann man natürlich auch von anderen Ländern besorgen. Und Drohnen beispielsweise, unbemannte Hersteller von solchen Drohnen, ist die Türkei momentan auch ganz vorne. Als Pressevertreter sollten Sie uns damit nicht drohen. Fragen Sie oder stellen Sie uns solche Fragen, die gewissenhaft sind, die menschlich sind und wo wir dann auch entsprechende Antworten drauf geben können. Vielen Dank. Zunächst mal möchte ich unterstreichen, dass, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Rolle der Türkei bei der Ermöglichung eines Getreideabkommens zwischen Ukraine und Russland oder einer Vereinbarung über den Getreideexport aus der Ukraine und aus Russland war sehr wichtig. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der türkische Präsident haben sich da sehr hervorgetan. Und nochmal, das war eine wichtige Vermittlung, die dort geleistet worden ist. Und nochmal, es ist sehr bedauerlich, dass Russland sich aus dieser Vereinbarung zurückgezogen hat. Gott sei Dank ist es mittlerweile gelungen, Getreideexporte aus der Ukraine auch auf anderem Wege zu organisieren. Das ändert aber nichts, dass wir unverändert alles dafür tun müssen, dass es wieder zu miteinander vereinbarten Regelungen kommen, wie sie in dieser Black Sea Grain Initiative festgelegt waren. Ich will noch mal den Standpunkt, den Deutschland hat, unterstreichen. Der Angriff der Hamas führt dazu, dass Israel sich schützen muss und sich verteidigen muss, können muss gegen die Angriffe, die dort von dort aus ausgegangen sind. Es kann nicht dabei bleiben, dass eine Terrororganisation, die diese Region beherrscht, von dort aus mit unglaublich viel militärischer Gewalt immer wieder solche Aktivitäten unternimmt. Das muss ein Ende finden. Und das ist etwas, was ein Ziel ist, das man unterstützen muss. Wir jedenfalls tun es. Und deshalb geht es darum, dass man gleichzeitig alles unternimmt, um die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten. Denn das stimmt und das ist etwas, was für alle Menschen gelten sollte. Man kann keinen Unterschied machen zwischen den zivilen Toten, die entstehen, egal woher sie kommen. Es muss wichtig sein, dass wir mitleiden mit denjenigen, die sterben, infolge des Krieges zwischen der Hamas und Israel. Und das ist eine Position, die für uns wichtig ist. Deshalb also unsere humanitäre Hilfe, deshalb aber auch gleichzeitig die klare Position, dass die von der Hamas genommenen Geiseln freigelassen werden müssen. Ich will das noch einmal unterstreichen. Für uns jedenfalls bleibt es dabei, dass es jetzt notwendig ist, auch für eine langfristige, friedvolle Perspektive, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sein kann, diese Aggressionshandlung vorzunehmen, wie wir sie am 7. Oktober gesehen haben. Wir sind, wie Sie merken, in guten Gesprächen miteinander, trotz unterschiedlicher Meinung. Und das genau ist auch das, was richtig und wichtig ist in dieser speziellen Situation. Denn es bleibt ja alles dafür zu tun, dass es eine gute Perspektive gibt, mit Israel und einem palästinensischen Staat friedlich nebeneinander. Das ist die Zwei-Staaten-Lösung, die Deutschland, die Europäische Union, aber auch viele andere ja schon lange vertreten. Und die muss die Perspektive der Zukunft sein. Ich danke Ihnen.